just say. Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal, Leute. Und hier kassiert der Gegner erstmal einen wunderschönen Turn on 100er Prezi, war natürlich mal wieder angesagt, Leute. Und ich drehe heute irgendwie schon wieder ein bisschen durch. Ich bin heute irgendwie richtig verrückt drauf, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Eigentlich habe ich schon dafür selbst eine Stelle verdient, aber nun ja, Leute, auf jeden Fall erstmal ein paar Worte zum Gameplay, das ihr heute im Hintergrund seht. Und zwar, Leute, habe ich hier ein 104:3 für euch gespielt, im Modus Abschussbestich auf Map Joe. Das macht das Gameplay eigentlich auch schon ein wenig exotisch, aber das Heftige, das Besondere im Gameplay ist, dass es einfach so extrem schnell vorbei war, ich glaube so in 4 Minuten oder so, und in der Zeit so viele Kills zu machen auf dieser Map, Alter, das ist eigentlich schon ziemlich heftig, wie ich finde. Einfach eine pure Eskalation mit dem Schwarm, mit den Hunden hier. Ich habe hier gespielt mit der SKH-Schaltung von Schaftwaren, hier die Aufsätze und ja halt das typische Highscore-Klassen-Setup mit Hardliner und so weiter. Und am Ende blende ich zwar nicht das Scoreboard ein, weil ich irgendwie einen Fehler gemacht habe bei der Elgato-Software, bei der Aufnahme. Aber ich glaube, 3 oder 4 Sekunden vor Schluss sieht man eben kurz, dass ich halt 99 Kills hatte und danach noch 5 Kills gemacht worden. Also Leute, könnt mir auf jeden Fall glauben, dass der Endscore am Ende hier ein 104:3 war. Und ja, wie gesagt, lehnt euch zurück, genießt einfach das Gameplay und schaut euch einfach an, Leute, wie die Streaks hier eskaliert sind. Einfach schon fast unabnormal, Mann, ohne Mist. Und genau, ich komme jetzt auch mal direkt zum Thema. Und zwar, Leute, wollte ich euch heute mal erzählen, was bis jetzt mein allerkrassester Call of Duty Ausraster war. Das ist eigentlich schon auch richtig abnormal, weil ich war eigentlich damals auch schon, als ich ein richtiger No-Hand war, ich habe damals mit MW2 angefangen, so Mitte MW2-Zeiten, also ich zocke jetzt schon seit fast 4 Jahren Call of Duty, ist eigentlich schon eine richtig lange Zeit, wenn man sich das so überlegt. Und ja, ich war halt immer schon ehrgeizig, ich wollte immer auf das Beste spielen, was halt zu erreichen war in dem Game, also bei MW2 die Nuke und bei MW3 dann die Moab. Und das war dann wirklich das Schwierigste für mich. Ich hatte damals kein Gaming-Headset, Leute, und bei MW3 ohne Gaming-Sound zu spielen ist echt nicht so cool, ohne Scheiß, Alter. Das macht es dann eigentlich auch einem schon richtig schwierig, eine Moab zu erreichen, vor allem in Frei für alle oder so. Und ich habe da einfach so geschwitzt drauf, Leute. Ich habe das Stärkste natürlich immer mitgehabt in meinem Klassenset, aber so ACR mit Schalldämpfer, Magazinerweiterung, was gibt's denn noch? MP9 als Secondary mit Schalldämpfer, Attentäter, alles hatte ich dabei. Ohne Mist, Mann, mir war es scheißegal. Ich wollte einfach nur meine erste Moab erreichen. Und dann habe ich sie früher oder später dann erreicht auf der Map C-Town im Modus Herrschaft, Bodenkrieg, aber Leute, auf dem Weg zu dieser Scheiß-Mob, die ich dann in 6 Minuten oder so erschwitzt hatte, das war einfach so krass, Leute, was für Ausraste ich da teilweise hatte. Und zwar, der eine war einfach zu heftig, Leute. Ich weiß nicht mal ganz genau, wegen welchem Tod oder so das war. Ich bin wahrscheinlich dann wieder kurz vor Mob gestorben oder so. Und es war nicht so ein Ausrast im Sinne von, dass ich übelst geschrien habe, dass ich einfach so übelst ins Mikro reingebrüllt habe. Nein, nein, Leute, und zwar, ich war ganz still, aber das Gefühl war einfach so, wie kann man es am besten beschreiben? Als ob ich kotzen müsste, aber auch als ob ich gleich ohnmächtig wäre. Und genau so war eigentlich das Gefühl, Leute. Ich hatte Schüttelfrost, ich habe gezittert, ich habe einfach gar keine Worte gehabt in dem Moment. Ich habe auch nichts gesagt, ich habe sofort die Playsee ausgemacht. Ich konnte mich kaum bewegen, ich habe gar keine schnellen Zuckungen oder so gemacht. Ich war einfach komplett weg vom Fenster, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Das war richtig krass. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich wurde fast ohnmächtig, jetzt mal ohne zu übertreiben, Leute. Wegen einem Spiel, wegen Call of Duty, Alter. Jetzt muss man sich das mal so überlegen, ey. Das ist einfach zu krass manchmal, was da einem passieren kann. Und ja, wie gesagt, ich habe mich dann sofort hingelegt. Also Leute, das Gefühl war einfach, ich war total blass im Gesicht. Ich musste mich sofort, wie gesagt, auf dem Sofa hinchillen. Und einfach 5 oder 10 Minuten Pause machen. Und wenn ich dann mal wieder MW3 gezockt habe, und dann kam immer wieder dieses Gefühl. Ich hatte immer wieder diesen innerlichen Zusammenbruch. Genau, Leute, das war's dann zu meinem krassesten Call of Duty Ausraster. Mich würde mal interessieren, Leute, was euer krassester Ausraster war bei COD. Schreibt es mir in die Kommentare, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Lasst ein Like dafür, dieses heftige Gameplay im Hintergrund. Und ja, ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.